Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf dem Add-on Berlin X10 und fahren heute die letzte Nachtlinie, sprich die N84, hier von der Wupperstraße nach Zehlendorf Eiche. Und wie ich gesehen habe, wir gucken nochmal schnell gemeinsam auf den Fahrplan. Ist das relativ kurz? Kurz heißt also wahrscheinlich bloß ein paar Minuten. Ja, 31 geht es am Terminus los, 32 an der Wupperstraße. 41 sind wir schon am Terminus in Zehlendorf Eiche. Das sind also 10 Minuten hin. Dann ein bisschen Pause und dann wahrscheinlich wieder 10 Minuten zurück. Ich würde mal sagen, das packe ich alles in ein Video. Also dann die Hin- und Rückfahrt. So. Und dann würde ich mal sagen, starten wir das gute Stück. Können wir nicht. Da hat jemand vergessen, den Gang rauszunehmen. Na, gucke an, geht doch. So, jetzt können wir Gang einlegen. Licht. Licht ist an. Sah so komisch aus, das Licht. So, dann... Wie gesagt, wir haben noch 3 Minuten. Ich würde mal sagen, wir ziehen vor zur Wupperstraße. Wir müssen jetzt erstmal hier erstmal umlenken auf diesem Parkplatz. Ja. Oh, das haben wir ja schon mal gemacht mit der Linie 285. Ja, das passt. Das passt. So, und dann einmal hier vorne wieder rausfahren. Schön, dass ich sehe, was aus der Richtung kommt. Ja, bis das blaue Auto sich rausgeschimmelt hat. Aha, hier kommt tatsächlich was. So, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal ganz vorsichtig raus hier. Ja, da kommt wirklich mal nichts. Dann rum mit uns. So, der wartet. Sehr schön, danke. Und wir fahren jetzt in die Haltestelle. So. Dann einmal Türe auf und dann gehen wir nochmal raus. Hallo. Okay, dann müssen wir erstmal Fahrkarte verkaufen. Eine Kurzstrecke wolltest du haben. Das ist hier 1,40 bitte. Bitte schön. Hallo. Danke. Ein Fahrschein bitte. Das sind 2,40 für dich. Danke. Hallo. Hallo. So, jetzt probieren wir es nochmal mit rausgehen. Und mit Pfeile ausmachen. Weil das Bild gefällt mir auch ein wenig hier. Warte mal, das Häuslein nehmen wir noch raus. So. Zack. Und dann machen wir das Ganze nochmal von der anderen Seite. Zack. Schön. So, wieder rein in den Bus. Sichten korrigieren. Und dann haben wir noch 2 Minuten Zeit. Da würde ich mal sagen, das stellen wir uns noch vor. Wann hatten wir gesagt, geht's los hier? 32, ne? Kommt noch jemand? Oh, sieht nicht so aus. Dann fahren wir jetzt mal gemütlich los. Autsch, was war denn das? Biskudamm. Das klang interessant. Oh, wir haben grün. Na, dann können wir auch von vorn. So.
Dann einmal guten Tag. Jetzt gucke ich nochmal von draußen. Aber wie gesagt, am Bus ist noch alles dran. Komisches Geräusch. Okay, wir fahren einfach mal weiter und schauen mal. Am Rehwechsel. Hallo. Am Birkenknick. Hallo. Hallo. So, und sollte ich es noch nicht erwähnt haben, dann werde ich das jetzt hiermit tun. Wir fahren natürlich die Linie auch dieses Mal mit dem mitgelieferten MAN DL09. Lehrstraße. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. 2,40, bitte. Danke. Straße. Hallo. Schweizer Hofpark. Okay, einsteigen möchte niemand, das ist so im Fluss drinnen. Raus mit euch. Schönauer Park. Hallo.
So, also man könnte fast meinen, dass ich hier an jeder Haltestelle Fahrgäste einsammle. Ja, ist ja auch nicht anders zu erwarten, wie man in einem vorhergehenden Video gesehen hat. S-Bahnhof Zehlendorf. Fährt die Linie N12 hier das ganze Stück komplett durch und nimmt niemanden mit. Naja, dann mehr für die N84. So, wir werden jetzt mal auf die Busspur einbiegen. Grün ist. So, jetzt muss der Bus mal gucken, wo wir halten müssen. So wie es aussieht. Ist das jetzt noch? Gucken wir mal, was hier steht. Hier steht N84 Zehlendorf 3. Okay, wir halten also hier und nicht danach. Hallo. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Ampel uns eher grün gibt. Wir rollen schon mal an. Dankeschön. So, dann fahren wir jetzt mal hier an die Kollegen vorbei. Zehlendorf Eiche. Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. So, jetzt schaue ich mal. Die 84 hält hier. Und dann geht's rum zum Terminus. Möchte jemand noch mit? Die 3 Meter. Nein, nur aussteigen. Okay. So, dann einmal rum. Auch die Ampel wird auch gerade grün. Das ist doch sehr schön. Haben wir auch. Ach, was war denn das? Oh, das muss ich mal wieder nochmal angucken. Ich glaube, da ist mir gerade jemand reingerannt. Ja, dafür kann ich nichts. Sorry. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. So, ist das hier? Ja, das ist, glaube ich, hier. Gut. So, na dann raus mit euch. Türe auf, kommt hier ein Fahrplan. Hier kommt kein Vogel an. Ah, ich glaube, der Terminus war um die Ecke rum. Dann fahren wir das noch. Terminus ist hier drüben. Okay, dann fahren wir einmal nochmal rum und dann sind wir am Terminus angekommen. Zehlendorf Eiche. Wenden erst hier hinten. Nehme ich jetzt. So, nachdem ist Platz, dann rum mit uns. Jetzt kommt auch der Fahrplan. 3 Sekunden zu spät. Sehr schön. Gut. Und dann fahren wir jetzt noch bis an die Haltestelle. Also bis an den Terminus, der ist hier. So. Sehr schön. So, dann einmal zack und zack. Und dann schilderst du hoffentlich um. Nö, er sagt Betriebsfahrt. Okay. Wir haben ja trotzdem, wie gesagt, ein wenig Zeit noch. So ist es. Dann würde ich einfach mal sagen, machen das gute Stück hier aus und auch den Blinker, Türe wieder zu. Sehr schön.
So, dann wie gesagt, wir haben einen Augenblick Zeit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch zurück. Ich musste händig die Route anpassen. Die hat er nicht automatisch sich genommen. Aber jetzt steht's dran, wo es hin zurückgeht. Ja, wir fahren eigentlich geht's hier als N84 zurück zum S- und U-Bahnhof in Tempelhof. Das ist deswegen ganz schön ein Stück, wenn ich denke, wo wir jetzt sind. Zehlendorf, ja, das ist ein Stück zu fahren. Aber wir fahren nur ein Teilstück, sprich zur Wubberstraße. Okay, dann machen wir das gute Stück wieder an, gehen wieder rein. Jo, Zeit ist dran. Dann würde ich sagen, halt, Fernlicht wollten wir nicht machen. Wir wollten blinken, dass wir wieder losfahren. Genau. Und dann fahren wir wieder vor zur Starthaltestelle. Dann hoffe ich mal, dass die Kasse das auch auf die Reihe kriegt. Wir haben zweimal Zehlendorf-Eiche drin, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, wieder auf Fußgänger achten. Das Kind ist noch ein ganzes Stück weg. So, dann einmal bis vorfahren. Okay, so, dann einsteigen bitte. Hallo. Zehlendorf Eiche. Ja, hat's Kraft. Gut. So, dann würde ich mal sagen, die Zeit ist ran. Kommt noch jemand? Nein. Und los geht's. S-Bahnhof Zehlendorf. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir halten. N84, hier steht's schon. Und wir blinken auch schon. Also sind wir ganz gut dabei. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Einmal 2,40 bitte. Danke. Machnower Straße. Da ist aber niemand. Schönauer Park. Na gut. Hättest eigentlich warten müssen, ja? Schweizer Hofpark. Oh, sorry, jetzt sind wir dran vorbei. Also, nächste Haltestelle. Straße.
Straße. Niemand. In der Gegenrichtung steht jemand, aber hier nicht. Biskudamm. So, halten wir hier oder um die Ecke? Wir halten hier, aber hier ist niemand. Also ordnen wir uns jetzt links ein. Ja, da haben wir es ja gleich wieder geschafft und sind gleich wieder an der Wubberstraße. Und damit endet dann auch diese Linie. Straße. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. Achso, nee. Vorne können wir zulassen, hinten nur aussteigen lassen. So. Alle raus. Gut. Dann fahren wir jetzt noch bis zum Terminus. Und dann ist gut. Wupperstraße. So, und da sind wir auch wieder am Terminus angekommen. Und da kommt der Fahrplan. 1:06 sind wir zu früh, aber damit kann ich leben. Fahrzeug aus und dann machen wir auch das Licht da oben aus. Was sagt denn unsere Kasse? Unsere Kasse sagt... Betriebsfahrt als nächstes. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Das passt doch. Okay. Dann machen wir mal die Pfeile aus. Jo. Und das war dann jetzt auch die letzte Linie, / Nachtlinie, hier auf Berlin X10. Ich hoffe, es hat gefallen. Ob nur diese Linie oder die anderen Linien oder wie auch immer. Wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Ja.
Eine Linie wäre jetzt noch offen. Das ist die SEV-Linie. Leider finde ich dazu nur grobe Angaben, wo die lang fährt und leider auch nicht so richtig, wann die fährt. Deswegen habe ich die jetzt mal außen vor gelassen. Ich würde mir das mal für einen späteren Zeitpunkt aufheben wollen. Das heißt, im Endeffekt sind wir jetzt mit Berlin X10 komplett durch und sehen uns dann im nächsten Video auf einer neuen Karte wieder. So, und ich würde mal vorschlagen, da wir jetzt ein Payware-Add-on uns komplett angeschaut haben, ist das nächste eine Freeware-Karte. Welche, weiß ich noch nicht so richtig, aber das werdet ihr ja dann sehen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin sage ich Tschüss!